Moin, moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind natürlich im Game Snow Runner. Genau. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich habe jetzt so kleine Aufträge vorweg schon mal erledigt. Und jetzt bin ich auf einen etwas größeren Auftrag gestoßen. Den zeige ich euch jetzt mal hier oben rechts eingeblendet. Forschung in der Polarbasis. Das heißt, wir müssen für diesen Auftrag liefern: Holzplanken, Zement, Kraftstoff, Stahlträger, Ersatzteile. Das sind jede Menge Teile, die wir uns, ihr seht das vielleicht, diese gelben Punkte überall unterschiedlich wegholen müssen. Und ich fange jetzt an. Ich habe mir das mal so ein bisschen zurechtgelegt. Ich fange jetzt an und würde die ersten Sachen schon mal holen. Dazu lasse ich den Drehschirmel hier stehen. Und wir fahren los und besorgen Holzplanken. Die holen wir uns an der Holzstation weg. Aber ich gucke mal ein bisschen, dass wir mit der Kamera einigermaßen safe sind. So, ich nutze den International 520 dafür. Weil ihr seht, auch ohne Allrad, der wühlt sich ganz gut durch. Ist ein Offroad-Truck. Und solange der leer ist, oh sorry, solange der leer ist, marschiert er auch ganz gut. Aber hier ist sowieso immer so eine Stelle, egal ob ihr hier beladen oder leer fahrt. Die ist einfach viel Schlamm, ja. Da kommst du einfach nicht so easy peasy durch. Ja, hilft nichts, muss Allrad reinmachen. Und dann seht ihr, dann wühlt er sich auch raus. Das ist gar kein Problem. So. Bis wir an die Verladestation hier. Das Ganze machen wir natürlich so, dass wir direkt wieder gleich rausfahren können. Auch rückwärts haben die gar keinen Power, die Dinger. Okay. Holzplanken zweimal. Eins, zwei. Und damit fahren wir weiter. Ja, und dreimal dürft ihr jetzt raten, was wir machen. Wir holen natürlich jetzt unseren Anhänger ab. Logisch. Den wollte ich jetzt hier nicht mit lang schleppen. Es reicht, dass der LKW sich hier mit der Ladung schon durchquälen muss. Ja, aber wie ihr seht, wir kommen natürlich bestens voran. So. Mach den Allrad raus. Dann kostet uns das auch nicht so viel Sprit. Schön vorsichtig. So, ich blende noch mal einen Auftrag ein.
Also Holzplanken haben wir hinten drauf. Und jetzt besorgen wir uns die Ersatzteile. Die Ersatzteile kriegen wir im Logistikzentrum. Da fahren wir jetzt hin. Aber dazu brauchen wir eben den Drehschimmel mit. Na, sonst kriegen wir ja die Ersatzteile nicht mit. Weil der LKW ist voll. Jawohl. So, blenden wir das wieder aus. So, dann müssen wir hier rechts. Müssen wir hier rein. Am besten nicht gegen die Mauer. So, wir nutzen das Ganze aus hier und drehen hier. Die Ersatzteile und die wollen wir nicht auf den Truck packen, weil der ist ja eh voll, sondern auf den Anhänger. Zweimal. Okay. So, jetzt sind wir hier am Logistikzentrum und wir müssen hier oben hoch. Ja. Und da werden wir ganz einfach jetzt hier den Weg lang fahren. Und dann kommen wir da oben hoch. Okay? Also. Let's go. Mal eben schnell die Kamera anders gedreht oder anders gemacht, damit wir ein bisschen besser gucken können. Aufgrund der Tatsache, wenn man über diese Brücke fährt, dann Katastrophen mit der Kameraführung. Also so, wir fahren jetzt hier links rein. Bisschen die Kurve rum. Ich habe schon einmal geschafft, mich schön auf die Leitplanke hier zu schieben. Hier rechts war der Bohrplatz. Gucken noch mal schnell. Genau, wir müssen rechts rum.
So. Ja, wir können hier oben weiterfahren. Müsste es hier irgendwo rechts reingehen. Genau, bis hierhin und dann hier rein. Sehr schön. Schön, dass man sich Marker setzen kann. Das ist wieder so ein Auftrag, der sehr, sehr zeitintensiv ist. Also das ist wieder so eine Fleißaufgabe. Hier geht es nicht darum, geschickt irgendwie irgendwelche Berge hoch zu kraxeln, sondern hier geht es wirklich darum, A, heile anzukommen und ein bisschen sich die Fahrten zu organisieren. Jetzt können wir ja die Holzplanken abladen und die Ersatzteile. Und dann seht ihr, was wir noch offen haben, ne? Okay, gut. Also, ne, das seht ihr dann hier auch im Auftrag. Kraftstoff, Stahlträger und Zement müssen wir noch holen, ja? So, ich mache mal eben den Motor aus. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam auf die Map. Wir gehen in den Auftrag. Dieser hier. So, Zement kriegen wir hier oben. Kraftstoff kriegen wir natürlich an der Tankstelle. Und den Stahlträger kriegen wir hier in der Fabrik. Jetzt ist es easy peasy zu sagen. Wir sehen mal zu, dass wir den Zement abholen und hierher bringen. Und anschließend fahren wir runter zur Wir könnten den Kraftstoff auch beim Bohrplatz abholen. Wir müssen nicht unbedingt an der Tankstelle. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal den Zement. Wir werden den Anhänger hier vorne irgendwo an der Straße deponieren. Ah, das klingt nach einem Plan. Ich fahre mal los und hole mal den Zement. Ich schalte euch gleich wieder dazu. So Leute, ich hole euch ganz kurz dazu, um euch eben zu zeigen, was ich jetzt doch noch anders gemacht habe. Ich bin jetzt zum Bohrplatz gefahren und habe hier am Bohrplatz zweimal Kraftstoff geholt. Warum, das kann ich euch auch gleich zeigen. Und zwar, der Bohrplatz ist ja hier. Und hier oben ist die Polarstation. Und hier ist das Lagerhaus, wo wir den Zement kriegen. Ich werde jetzt den Anhänger hier abstellen, um mit der Solozugmaschine nur den Zement abzuholen. Und hänge dann wieder den Anhänger an. Und dann können wir das ganze Geschiebe zur Fabrik bringen, wo ich dann nur noch einen Stahlträger abholen muss. Ja? Und dann eben noch mal liefern. Das erschien mir jetzt. Ich komme hier nicht aus dem Schlamm auf dem Bohrplatz. Ein bisschen crazy.
So. Wie gesagt, jetzt fahren wir das ganze Geschoss. Bis hier ran. So, hier löse ich den Anhänger. Dürfte eigentlich safe stehen. Genau. Fahre jetzt zum Lagerhaus, wo ich den Zement kriege, ja. Na, ich hoffe, das ist soweit verständlich. Auch warum ich das jetzt so gemacht habe. Kurze Wege heißt weniger Spritverbrauch. Ich muss mir jetzt nicht unbedingt Sorgen machen, dass ich das alles nicht mehr schaffe, weil ich keinen Sprit mehr habe. Okay? Na, die Strecke kenne ich. Die hat uns beim Fließen schon mal ordentlich die Federung gekostet. Deswegen ein bisschen, seht ihr? Das ist das, was ich meinte. Ja. Ein bisschen zu Piano fahren. Augen aufhalten. Ja. Ah, solche Steine sind nicht schön. Die mag der LKW nicht. So, da sind wir auch schon. Wir rangieren so rein, bevor wir wieder rauskommen. Bevor wir die Fracht aufladen. So. Und jetzt genau aussuchen. Zement. Ach toll. Aber nicht an die Verladerampe, sondern auf den Truck. So, jetzt steht da einmal Zement. Das Ganze könnt ihr regeln, indem ihr sagt Fracht entfernen. Und dann könnt ihr mit der Maus da hinten hingehen. Nochmal. Fracht entfernen. Und wenn das X so schön weiß ist, dann könnt ihr das da wegmachen. Okay? Gut. Dann let's go. Auf zum Anhänger. Hier wieder schön aufpassen, ne? Ah, den dicken Stein hier. Dann fahren wir jetzt mal ein bisschen.
So, und dann seht ihr, sind wir natürlich wieder bei unserem Anhänger angelangt. Ja, dann brauchen wir uns noch davor setzen. Wie geht's ran? Ah, ich glaube, wir sind zu weit entfernt, ne? Kann das sein? Oh, das war zu viel. So, haben den angeguckt. Okay, das war die brutalste Anhängerankopplung seit ever. Ja, und dann geht es hier wieder hoch zur Polarstation. Jetzt kennen wir ja den Weg schon fast. So, hier vorne rechts, ne? Genau. Durch. So, hier vorne rein. Ja, ein bisschen mit Schlamm zu kämpfen. Aber wir kommen noch gut voran. So, Leute. Nun geben wir das ab, was wir geladen haben. Und was bleibt über? Einmal Stahlträger, ganz genau. Jetzt werden wir von hier aus hier reinfahren und dann hier lang. Ja, dann kommen wir zur Fabrik, wo wir den Stahlträger wegholen können. Ja, es ist ein kleiner schmutziger Weg hier. Aber das schaffen wir schon. Wir sind ja Offroad Kings, ne? Ach nee. Ja, machen wir halt Allrad rein. Auch der war drin, ne? Ja, dann müssen wir mit der Winde arbeiten. So, jetzt müssen wir links rum. So, ich check mal zwischendurch, wie viel Liter Sprit wir da haben. Wir werden wahrscheinlich an der Fabrik mal nachtanken müssen. Ja, hoher Schnee. Das ist dann auch für den Offroader nicht einfach. Ja, das ist dann doch eine kleine Herausforderung hier.
tiefer Schlamm, hoher Schnee. Jawohl. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. So. Ah ja, hier steht. Hier stehen noch ein paar Fahrzeuge. Jetzt können wir den Drehschimmel wieder veräußern. Ja. Den können wir jetzt verkaufen. Dann werden wir uns ganz kurz einen Tankanhänger holen. Nee, nicht Tieflader. Da. So, den werden wir uns eben schnell holen. Dann werden wir nachtanken. Und zwar nicht vom Freightliner, sondern vom Tankanhänger. Und ja, wir können den Freightliner auch gleich noch nachtanken. So. Und dann werden wir den Tankanhänger wieder veräußern. Zack. Und so haben wir nachgetankt. Andere Möglichkeit habt ihr oft nicht, als euch so zu behelfen. So, und dann werden wir jetzt hier den Stahlträger aufladen. Dafür brauchen wir zwei Ladepunkte. Ja, immer ganz wichtig, dass ihr sowas nicht vergesst. Ja, aber wir haben den Anhänger eben nicht mehr. Und wenn wir jetzt oben in den Auftrag gucken, dann ist der Stahlträger auch noch das letzte, was wir liefern müssen. Also auf. Wieder zurück zur Polarstation. Ich kann mal, wenn wir jetzt hier Differentialsperre noch mit reinsetzen. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Ich habe eben gedacht, er kippt. Dann marschiert er mit der Differentialsperre, marschiert er je nachdem ein bisschen anders. Durchs Unterholz, als wie nur mit Allrad. Ja, auch hier bei der Schneewehe, da hängen wir auch mit Differential fest. Aber kriegen ich glaube ich ganz gut raus, ja. So. Dann gucken wir hier, genau, rechts ist dieser kleine Weg hier. Den fahren wir wieder lang. Sieht doch gut aus. So, hier noch über die Bergkuppe rüber. Und ah, bitte jetzt nicht auf den letzten Meter noch kippen. Noch vor Einbruch der Nacht haben wir den Auftrag erfüllt, glaube ich, oder? Was denkt ihr? Genau so ist es. Herrlich. Genau so läuft's. Damit haben wir den Auftrag erfüllt. Können reingucken. Hier oben. Und irgendwo hier bei den abgestrichenen Aufträgen
ist er eben dazwischen. Forschung in der Talpolarbasis. Ich glaube, das war der hier, ne? Genau, wir haben ihn erledigt. Und das hier sind jetzt im Endeffekt alles noch große Aufträge, die wir machen müssen. Wie zum Beispiel hier Bohrausrüstung liefern. Das ist in Nordhafen wieder. Oder was ich ganz gerne auf jeden Fall mit euch als nächstes machen will. Also, nächste Folge, Bau der Pipeline. Ja, wenn wir diese Pipeline, die hier zusammengebrochen ist, wo wir ja schon, ach, mehrere Male hier im Umweg fahren mussten, die wollen wir mal reparieren. Da müssen wir auch eine übergroße Fracht hinliefern. Das wird sehr spannend, glaube ich, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich mit dem langen Geschiebe so über die Brücke komme. Wir werden es ausprobieren. Ja? Also, den Auftrag aktiviere ich. Bau der Talpipeline. Das wird unsere nächste Folge, Leute. Würde ich mich freuen. Ihr seht, es ist dunkel. Ja. Also machen wir jetzt auch Feierabend. Ich würde mich freuen. Ihr wisst in der nächsten Folge, worum es geht. Dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Ich bin für heute raus. Euer Don. Ciao. Ciao.